So, herzlich willkommen zurück bei Rust. Und ja, die Nacht ist gerade zu Ende. In der Nacht war ich allerdings nicht ganz unproduktiv. Bei der letzten Folge hatten wir jetzt ja noch am Ende schnell ein paar Ressourcen gesammelt und ich habe mir ein paar Pfeile gemacht, sowie einen Bogen ohne Tooltip geschneidert, hergestellt. Somit können wir jetzt lautlos Tiere jagen oder Spieler, je nachdem, wie man es nimmt. Und ich habe mich ja hier versteckt und hatte die ganze Zeit über so ganz kleine Lags. Das liegt an einem bekannten Problem, unter einem bekannten Bug. Der tritt immer auf, wenn man in einer hochfrequenten Region ist. Und ganz ehrlich, das Ding hier sieht aus wie ein riesiges Lager oder eine Stadt. Ich glaube, wer da reinkommt, kommt auch nie mehr wieder raus. Und ich möchte mich dem eigentlich auch gar nicht größer nähern, außer mal nackt können wir dort gerne mal Inspektionen betreiben. Aber ansonsten, ja. Und ich habe mir noch eine Überlegung angestellt, wo das hier wirklich quasi festungsartig kontrolliert wird, dieses Ressourcengebiet. Ist es ziemlich blöd, wenn wir uns hier niedersiedeln. Und da kam mir eigentlich eine Idee in den Sinn, ob wir nicht vielleicht lieber uns eine Hütte suchen, wie zum Beispiel in Folge 1 es zu sehen war. Eine Hütte am Meer von einem Spieler, der wohl nicht mehr da ist, wie auch immer, dem die Hütte quasi klauen. Dumme Idee daran ist, der Spieler, dem wir die Hütte geklaut haben, weiß, wo seine Hütte ist. Und sofern er noch aktiv wird, wird er wahrscheinlich auch probieren, diese Hütte wiederzubekommen. Das Gute daran wäre, Wände und so gäbe es schon. Es gäbe schon relativ viel. Vor allen Dingen auch eine Werkbank und ein Furnace, also einen Ofen. Und es könnte uns Ressourcen sparen. Vor allen Dingen, wir müssen keine Fundamente bauen, weil Fundamente sind wirklich bei Weitem das Teuerste. Aber er könnte ziemlich angepisst sein, wenn der Spieler noch aktiv ist. Und das sollte man natürlich vermeiden. Wieso reagiert der Wolf nicht? Da. So. Es leckt irgendwie hier ganz leicht. Hier unten sind wohl die meisten Spieler bei Small Red Town. Und Small Red Town ist ja, wie gab nur hier hinter den Hügel. Deswegen mag ich die Region ja eigentlich so sehr. Du läufst einmal durch den Wald und das Next Valley, wo auch noch alles voller Ressourcen ist. Und bist schon direkt bei Big Red Town. Oder Small Red Town, wenn du nach unten gehst. Und auf dem Weg findest du halt noch CVI. Diese kleinen Minibase. Und wenn du noch weiter runter gehst, kommst du Facility. Oder Fabric. Je nachdem, wie er zu sagen möchte. Also eigentlich liegt alles direkt vor der Haustür und ist wirklich sehr geil. Und wenn du einmal hier bist, findet dich fast keiner. Oder zumindest möchte er sich da nicht dann arg so lange mit aufhalten. So, jetzt haben wir hier ein paar Ressourcen wieder. Das heißt, unsere Wohnungssuche ist noch nicht zu Ende. Und wir haben mittlerweile echt viele Sachen dabei, wertvolle Sachen, und die möchte ich eigentlich nicht verlieren.
Ich glaube, ich baue vielleicht doch irgendwo ein kleines Shelter hin, auch wenn ich es absolut hasse und total unsicher ist, mit auch nur einer Wood Door. Aber das alles zu verlieren, wäre wirklich extrem hart. Und wir können uns einen Schlafsack bauen. Und ich glaube, dann überquere ich gerade einfach mal hier den Berg. Und hinten dran werden wir es einfach mal machen. Somit kann man zumindest sagen, wenn wir mal abkratzen, weiß ich wieder, wo ich erscheine und dass ich dort noch ein paar Sachen liegen habe. Ich habe zwar noch drei Startkits gut auf dem Surfer, aber auch die sind nicht ewig mehr da. Also drei Stück halt noch, danach ist Sense. Hier komme ich wieder nicht hoch. Und vor allen Dingen, wenn wir erstmal eine kleine Base haben, ist mir auch echt Hupe, wenn mich da irgendeiner erwischt. Dann können wir auch ein bisschen hier durchrushen und auch mal public durch die Gegend rennen, solange es nicht zu unserem Shelter ist. Weil es dann egal, man weiß, man hat etwas und kann sich dort jederzeit wiederbeleben und verliert nicht alles. Aber jetzt natürlich abnippeln, verlieren wir Ressourcen, die wir uns jetzt relativ mühsam erkämpft haben. Ganz oben am Berg will ich auf jeden Fall kein Shelter errichten, weil das sucht jeder zuallererst danach. Was ist ganz oben? Bester Überblick und dort steht dann ein Shelter rum und dann weiß ich jetzt schon, der steht in 15 Minuten nicht mehr da. So. Ist es der Nordberg? Lass mal schauen. Steinkreis dort, Steinkreis dort. Dann ist das der Nordberg. Und ich weiß, dass ich hinten dran eine gute Stelle habe. Auf einem wiederum ganz anderen Surfer habe ich mich dort niedergelassen mit einer ganz kleinen Hütte. Einmal eins. Und ich hatte dort echt das gute Glück, nach haargenau, sonst war es immer so, Vorgeschichte, durch einen anderen Surfer, wo ich gespielt habe, wurde sehr oft und sehr schnell und häufig der Surfer gewiped. Das ist natürlich ziemlich nervig und bis jetzt gab es eigentlich nur einen Full-Wipe, wo er auch wirklich an alles weg war. Auch Erlerntes und Inventar und Pipapo. Jetzt hatte ich aber auch mal das schöne Glück und, wenn man es so nennen kann, war jetzt wieder auf einem anderen Surfer und dachte so, naja, machst nichts falsch, lässt wir alles schon in den Kisten liegen, lockst dich aus, nächsten Tag. Ja, bis aufs Inventar und erlernt alles weg. Und es war ein Surfer, der wird eigentlich nie gewiped. Und in dem Fall habe ich es geschafft, innerhalb von 2 Tagen, nachdem ich dort aktiv war, dass auch der gewiped wird. Irgendwie habe ich ja so ein recht goldenes Händchen dabei. Und ich bin hier richtig. Das ist der Nordberg. Hier kann ich mein Shelter irgendwo hinklatschen. Hier sind relativ gute, ja, Aussparungen, wo man unter so einem Felshang seine Hütte hinstellen kann. Hier nicht, es ist offen. Ersichtlich. So, wenn ich es hier hinstellen kann, bin ich glücklich. Und auf dem anderen Surfer stand genau hier mein Haus. Hatte den Vorteil, wenn man hört, dass jemand hier rumwurschtelt, man sieht es nicht von oben, man muss runterhüpfen.
und hinten entlang laufen. Die Tür ging nach vorne raus, wo man ducken musste. Dann konnte man noch aus der Nebentür abhauen und konnte sich dann hier hinten verstecken und hat dann halt hier mit einer Shotgun gelegen. Und wenn er nach vorne ist, um zur Tür zu kommen, ja, war nicht mehr lustig für den. Der konnte dann ein bisschen Dreck und Staub fressen. Und jetzt sind wir zwar schon in der dritten Aufnahme, aber nicht wundern. Da, vielleicht hat man sich schon gewundert. Oben und unten sieht man jeweils einen schwarzen Balken. Es liegt daran, ich spiele momentan im Fenstermodus, weil ich es einfach am angenehmsten finde. Sieht man zu sehr, aber das stört sicherlich niemanden. Ich dachte, ich kann das hier schön optimal verstecken. Hier vielleicht, oder? Nee, das sieht man von da hinten. Weiß auch nicht, ob hier viele Leute lang rennen. Das ist doch blöd. Dabei wollt's da so schön verstecken. Dann versteck es halt hier hinten. Hier wäre es natürlich ultra geil. Ja. Boah, richtig genial. Hier sieht's einfach niemand. Okay, dam-da-dam, was wollte ich hier machen? Genau, Sleeping Bag. 30 Sekunden. Was macht denn? Ich kann ja erstmal eine Storage Box machen. Eine Wooden Door. Ich hätte schon gerne Metal Door, aber habe ja selbst vorhin in einer früheren Aufnahme gesagt, dass es eine doofe Idee ist. Somit wäre ich ein kein gutes Beispiel. Also, 30 Sekunden. Wie lange braucht denn eine Workbench? 30 Sekunden. Der. Dann machen wir erstmal eine Wutten dort. Dann können wir hier schon mal zumachen. Eine Kiste haben wir auch. Und was fehlt denn noch? Sleeping Bag. Genau. Dann noch zum Surfern-Update, da passen nur 100 Leute drauf. Ich habe nochmal sicherheitshalber nachgeschaut. Und ja. Es sind nur 100. Und es ist kein deutscher Surfer. Ich habe nur auf einer anderen Webseite den gefunden. Und dort ist einfach der Surfer gehostet in Deutschland. Aber effektiv ist das ein EU-Surfer, wo einfach alles rumwuselt aus dem EU-Kreis. Oder auch nicht EU-Kreis, ist ja auch egal, ist jedenfalls englischsprachig. Ist auch gut, weil die meisten auf dem Server, wo ich war, sind mittlerweile leider
Ja, wie soll man das sagen? Das wollte ich gar nicht machen. Spieler, die man jetzt nicht so gern um sich rum hat. So ein paar zumindest. So. Kiste, Kiste. Noch die Tür. Tür ist dran. Jetzt können wir hier unser Zeug reinlegen. Also an Stein haben wir schon mal recht viel und Erzen. Das ist gut. All die Munition mitnehmen. Ich mach mal lieber so. Das Blutpack passt nicht mehr rein, ist ja auch egal. Dann. Jetzt macht sie Geräusche. Schauen wir einfach mal, wie weit wir überleben. Und ich mache jetzt das Erste. Ich renne jetzt mal hier hoch auf den Berg und will mal gucken, wer da oben sich breit gemacht hat. Das ist mein Berg. Hier ist niemand. Also hier baue ich eigentlich immer, weil man es hier recht sicher hat. Aber wenn hier niemand ist, ist es sogar ziemlich cool, weil dann kann ich mich da noch hinbauen. Und wenn man hier richtig anfängt, an der richtigen Stelle, schafft man es sogar. Ich guck mal kurz nebenbei auf den Zettel. Ein 6x8 breites Haus oder großes Haus zu bauen. Und hat somit noch genug Platz und Flexibilität, um nach oben zu bauen. Dann ist einem auch echt egal, ob da einer kommt und versucht, einen zu raiden, weil meine Bauweise ist relativ. Man wird's ja eh sehen. Braucht man kein Geheimnis draus machen. So strikt gehalten, dass eigentlich es wie ein Labyrinth aufgebaut ist. Sprich, eigentlich hat's immer mindestens zwei Metalltüren. Meistens sind's drei bis vier. Und dann wird es natürlich extrem tricky und auch kostenspielig, wenn man nicht weiß, wo der Loot ist. Vor allen Dingen, den sieht man von außen nicht. Also, in der neuen Bauweise habe ich es dann so gemacht. Ich habe Fake-Loot verteilt. Also Kisten und da ist jeweils ein ganzer Stein drin. Oder Müll, den ich einfach nicht mehr brauche. Wie zum Beispiel, wenn man irgendwann mal so 10 Stacks Kohle hat, kann man da ruhig kleinere Stacks draus machen, die einfach in die Kisten verteilen. Und irgendwann hat dann derjenige, der dich raidet, gar keinen Bock mehr, sich das weiter anzugucken, weil er davon tierisch das Kotzen kriegt und bricht dann seinen Angriff ab, nachdem er schon irgendwie 20 C4 an deinem Haus verbraten hat. Und soll es dann doch schaffen, irgendwann durchzukommen. Findet der Idee nicht die Hälfte alles, weil ich verteile sowieso alles auf Kisten und vor allen Dingen nicht in einem Gebäude. Ich habe meistens mehr Gebäude. Das heißt, wenn es dann doch mal irgendwie meine Hauptlootkiste erwischt, wo dann vielleicht doch mal zwei, drei Sachen mehr drin sind als in allen anderen Kisten. Ja. Say what? Hat er halt irgendwie. Oh, Spieler. Der AFK? Nicht mehr.
Der hat eine gute Ausrüstung. Zumindest nehme ich es an. Also auf jeden Fall schön bunt angezogen. Und ich gehe mal hier hin, dass ich auf einer Erhöhung stehe und er dann durch ein Tal laufen muss, um jetzt zu mir zu kommen. Weil wenn er mich verfolgt, mache ich einen Kopf kürzer. Bevor die Folge wieder nur durch Quatschen dahin geht. Na gut, ein paar Sachen haben wir schon gemacht, ein paar Mineralien rausgefischt. Aber das ist natürlich jetzt nicht gerade die Welt. Da ist ein Wolf. Und ich will keinen Wolf am Hintern kleben haben, wenn man eventuell dafür ein paar Spieler am Hintern kleben hat oder einen Spieler. Ist auf jeden Fall eine sehr lustige Konstruktion, das Haus da. Hat gleich ein paar Sendeantennen oben drauf gebaut. Und was hat's hier mit den auf sich? Die sind leer. Ich hoffe, der findet jetzt nicht unseren Shelter. Es wird bald schon wieder dunkel. Wir haben wieder 100 Holz dabei. Aber eigentlich wollte ich mal woanders hinrennen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich renne jetzt mal zum Next Valley und dann nach Norden. Dort gibt es eigentlich eine recht angenehme Stelle, die ebenfalls recht gut ist. Sie ist leicht versteckt. Man kommt ganz schnell nach Red Town. Und was ich sehr mag ist, man kann theoretisch direkt von dort aus auch Leute beschatten. Das heißt, wenn jemand die Straße langläuft, siehst du das. Wenn jemand in Red Town unterwegs ist, siehst du das ebenfalls. Und kannst denen echt ganz schön Ärger einbrocken. Kannst ihn dann auflauern und so weiter und so fort. Muss auch zugeben, das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin eigentlich ein recht freundlicher Spieler. Heißt ja eigentlich, ich bin ein recht freundlicher Spieler. Und ja, teile ich lieber mit den Leuten, anstatt irgendwie zu nehmen. Und ja, jetzt ist Camping Fire zum Beispiel. Es war halt, war offen, keiner da, also nehme ich es halt. Ich kann es gebrauchen. Prinzipiell dort, wo man wirklich sagt, das sind sehr dumme Fehler, das nutze ich auch aus. Wo man sagt, irgendwie ein Shelter und dann irgendwie Holztür drin oder gar keine Tür und dafür alles randvoll mit Kisten und man öffnet dann einfach mal just for fun, wenn man gerade eh nichts zu tun hat und sieht, dass es wirklich proppevoll ist mit irgendwelchen Items. Boah. Dadurch dann, ja, freue ich mich drüber. Muss ich ehrlich sagen. Weil jeder weiß, dass man das eigentlich nicht macht. Ein Newbie hat nicht am Anfang so viele Sachen. Und sammelt auch nicht so viele. Die spielen anders. Die spielen wie ich. Laufen Spieler. Kommen die?
Die sind zu zweit. Hätte ich jetzt keine stinknormale Pistole, hätte man dort was ausrichten können. Ist ja nur ein Spiel, da kann man auch mal den Bösen spielen. So. Das ist wieder relativ ruhig. Dann kann ich mir da noch die Ressourcen schnappen und mich dann noch mal aufs gegenüberliegende Gebirge zu bewegen. Aber ich will eigentlich noch vor der Nacht darüber, weil hier ist es voll mit Wölfen und Bären. Und ich habe das ganz am Anfang gehabt, indem ich einen Spieler hinter mir her jagen hatte, der schon versucht hat zu erwischen. Mit einer einfachen 9 mm. Und man will flüchten und hat dann am Ende irgendwie ein ganzes Rudel Wölfe am Hintern kleben. Aber nicht einen Wolf, sondern wirklich unzählige. Und da bin ich auch hier lang gerannt. Da ist ein Bär. Ich sehe den Wolf nicht mehr. Hier war ein Wolf. Wenn es ein schwarzer Wolf ist, ist ziemlich scheiße. Aber ich werde es gleich hören. Ich wollte es eigentlich noch vor der Nacht schaffen. Aber ich schaffe es nicht mehr. Ja, liebe Freunde, da ist die Nacht wieder und das, was ich vorhatte, habe ich wieder nicht geschafft. Und zwar auf, man sieht noch die Pistole hier leicht, diesen Berg wollte ich. Da hoch. Da. Hat nicht geklappt. Vielleicht krieg ich es in der nächsten Aufnahme. Ja, zumindest haben wir schon mal ein paar Spieler gesehen. Ich tippe mal, ich wäre dafür eh gedisst, dass ich den einen, wo er AFK war, nicht direkt abgeknallt habe. Vielleicht hätte es machen sollen, vielleicht auch nicht. Vielleicht war er friendly, vielleicht auch nicht. Zumindest hat er mich nicht verfolgt und mich hinterhergeschossen, oder mir hinterhergeschossen. Das heißt schon mal, er hatte nicht so das Interesse jetzt an mir. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich nur Stoff trage, aber hier mit den Klamotten tragen kann man auch wunderbar die Leute so ein bisschen Schabernack mit denen treiben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ihr könnt es so ein bisschen ertragen. Ich bin aber echt super happy, wenn ihr mir irgendwie einen kleinen Kommentar da lasst, wie ich eher mit den Spielern umgehen soll. Ich mag dich auch gerne mit mehr einbeziehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du magst jetzt mehr, dass ich so ein bisschen pro-offensiv spiele und wirklich einfach alles niedermähe, was mir über den Weg läuft, tue ich das gerne. Ich bin auf diesem Server, um das ein bisschen zu spielen. Und hier kennt mich eh keiner. Also kann man da sowas machen und ja. Oder soll ich doch lieber der Friendly-Typ sein, zu jedem hinrennen, sagen, hi, wie geht's? Wollen wir Freunde sein? Auch wenn er mir gerade dann mit der Schrotflinte direkt auf mich zielt, aber vielleicht wollt ihr das, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, sag's mir. Und ich kann mich dann dementsprechend, ja, dran orientieren. Auch ob ich mehr bauen soll oder lieber plündern soll, also die Idee wäre halt wirklich erstmal eine kleine Hütte bauen, finden, übernehmen, wie auch immer. Und muss nichts Großes sein. Wenn es auch so ein bisschen verteilt ist, macht das mir auch nichts aus. So eine kleine Hütte, wo einfach ein paar Sachen gelagert werden. Wir müssen ja keinen großen Palast bauen, vor allem wenn ich so lange jetzt hier allein spiele, eh nicht. Und man weiß ja nie, wann der nächste Vibe ist, dann lohnt es auch nicht. Ja, was soll ich ja noch groß sagen? Ja, ob ich dann halt lieber dann durch die Welt streife. Oder soll ich doch ein paar Leute ausnehmen und raiden?
freie Wahl. Daher, ich freue mich auf eure Meinungen und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.